Kochrauben aufsetzen, Kochlöffel schwingen, hieß es beim großen Probekochen in Bad Radkersburg. Das heißt zwar immer, viele Köche verderben den Brei, aber wir starten heute hier den Gegenbeweis. Das muss ja nicht immer so sein. Es ist ja eine gute Gemeinschaft, ist auch was wert. Und ich glaube, dass das hier heute so sein wird, dass wir viele Köche sind und unser Bestes geben. Wir haben 10 verschiedene Hobbyköche hier, aber die haben ja auch eine Klasse. Also das ist, ich glaube, das wird lustig werden. Ich glaube, da war es sehr geordnet, aber am liebsten ist mir, wenn meine Frau das macht. Da weiß ich ganz genau, das ist perfekt. Gebraten, püriert und abgeschmeckt wurde unter den strengen Augen des Profikochs. Sein Urteil nach der Vorspeise... Also sensationell eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Beide, ich glaube, die nehme ich auf morgen in die Küche. Gerne. Eine verspätete Lehrzeit. Einmal nicht Unternehmer, sondern Koch, ein gutes Gefühl. Herrlich, wenn du dann Hut auf hast und Chef bist, das ist immer gut. Küchenchef, ich bin neben ihm, er hat jetzt kein Kappel, aber ich bin der Küchenchef. Für viele Promis war es aber eine Kochschule. Ich finde das super spannend mal. Von einem ganz tollen Profi gezeigt zu bekommen, wie man was machen kann, und ich bin da auch ganz aufmerksam und lerne. Natürlich lernt man bei den Speisen die Zubereitungs-, die kleinen Tipps, die Nuancen dahinter, die sind schon immer sehr interessant zu beobachten. Man probiert auch manches nachzumachen. Beim ersten Mal gelingt es weniger gut, dann fragt man oft nochmal nach, du, wie war das genau? Ich habe es zwar nicht gelernt, aber ich bin passionierter Koch. Ich mache es aus Liebe. Und das sagt meine Frau, die es gelernt hat, sagt, dass ich wahrscheinlich der bessere Koch bin. Ich bin halt eher der Rezeptkocher. Und ich brauche meine Vorlagen, dass ich was Gescheites machen kann. Ich bin einer der wenigen da, die Kochkellner gelernt haben. Aber mit Kochen habe ich es wenig gehabt, weil da, wo ich Kochkellner gelernt habe, da waren die zwei einzigen Sachen, die man zum Essen bestellen konnte. Ein Würstel und ein Schinkenkäsetoast. Ich esse sehr gerne. Da fängt schon mal an. Ich koche sehr gerne eben und schnippel viel Gemüse und so. Ich mache dann wirklich alles frisch. Ich tue das ganz gern. Er war mit der Kochkontrolle allerdings nicht einverstanden. Das ist blöd, weil ich meine, vom Kochen habe ich überhaupt keine Ahnung. Meine Frau kocht super daheim und da mische ich mich gar nicht ein, weil es mir schmeckt. Aber wenn jetzt da dann so ein Star-Koch hinten vorher schaut, ja, vielleicht habe ich da ein bisschen Spannung, als wir vor dem Skirennen vor dem Start. Süße Verführung hieß das Dessert. Warum Emmy Schirmierti als Patissier nominiert war? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht so süß. Kochen oder organisieren? Am Ende hatte auch der Eventprofi die Erkenntnis, was für ihn einfacher ist. Für mich ein Event mit so vielen Leuten zu organisieren, ist für mich auf jeden Fall leichter. Und ich möchte mich auf diesem Wege gleich wieder alle für die tolle Unterstützung bedanken und ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch wieder der Fall sein wird.